Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das Profilsymbol, Ansichtensymbol ist bei euch weg. Bei mir könnt ihr das hier oben nochmal sehen. Schaut mal, ich klicke mal rein und dann kann ich hier sehen, wer zuletzt meinen Kanal hier bei TikTok oder mein Profil besucht hat. Ja, was ist jetzt aber, wenn dieses Profil nicht mehr angezeigt wird, das Symbol? Was kann ich dann machen? Wie kriege ich das wieder hergestellt? Das möchte ich euch einmal zeigen. Vorerst einmal ganz wichtig, die Einstellung zu überprüfen. Dazu gehen wir hier oben auf die drei Striche. Und dann gehen wir dann auf den Punkt Einstellungen und Datenschutz. Und hier geht er auch wieder in Datenschutz rein. Und dann müssen wir relativ weit runter scrollen. Und dann sieht das schon, Profilaufrufe hier, müsst ihr drin mal reinklicken. Das muss auf jeden Fall angeschaltet sein, sonst seht ihr das nicht. Das ist der erste Grund. Und der zweite, schaut mal nach, ob ihr vielleicht den Cache löschen könnt bei der TikTok-App. Dann kann es auch sein, dass es danach wieder funktioniert. Aber es kann natürlich auch noch einen ganz anderen Grund sein, warum das bei euch jetzt nicht mehr angezeigt wird. Und welche das sind, möchte ich euch ganz kurz verraten. Nämlich zum einen, ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein. Gut, wenn ihr noch keine 16 Jahre alt war, wird das Profil ohnehin nicht angezeigt. Aber es kann sein, dass ihr es vorher hattet und jetzt ist es weg und ihr könnt auch gar nicht mehr die Einstellmöglichkeiten auswählen, wie ich euch gerade gezeigt habe. Dann liegt das einfach daran, dass ihr jetzt mehr als 5000 Follower habt. Die Funktion Profilaufrufeverlauf ist nur für TikTok-Konten verfügbar, die weniger als 5000 Follower haben. Und wenn ihr halt mehr als 5000 Follower habt, dann wird euch dieser Punkt hier leider nicht mehr angezeigt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier mit dem Video weiterhelfen. Es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.